Haben Sie eigentlich auch ausländische Nummern? Nein, ausländische Nummer nicht. Aber dann kaufen Sie sich einfach 5 unabhängige SIM-Karten. Wir haben die All-Inclusive-Plan. Da haben Sie 1 GB 3G und unbegrenzt Telefonieren und SMS. Ich telefoniere nur ein bisschen. Aber die 5 Handys sind für Sie oder Ihre Familie? Oder ist es geschäftlich? Ich hätte einfach nur gern 5 ganz normale Handys mit 5 ganz normalen Nummern. Okay, ich würde Ihnen dann 5 Prepaid-SIM-Karten geben. Haben Sie da Ihre Personalausweis dabei? Wieso? Naja, wenn Sie eine SIM-Karte anmelden, ist ein Vertrag Schluss. Da brauche ich Ihre Daten vom Personalausweis. Den habe ich, glaube ich, zu Hause liegen gelassen. Also, wie ist er gestorben? Er wurde ermordet. Das weiß ich. Wie wurde er ermordet? Mit einer Walther PPK. Direkt zwischen die Augen. Wie lange waren Sie zwei zusammen? Ich war nicht mit ihm zusammen. Ich habe ihn gefickt. Wer sind Sie? Eine Professionelle? Nein, ich bin Amateur. Waren Sie gestern Abend bei ihm? Ja. Sie waren bei ihm in seinem Laden? Ja. Sind Sie mit ihm nach Hause gegangen? Wir haben was zusammen getrunken und gingen dann weg. Er fuhr zu sich nach Hause und ich fuhr zu mir. War gestern Abend jemand bei Ihnen? Nein. Ich war nicht in der Stimmung dazu. Eine Frage habe ich noch. Tut es Ihnen leid, dass er tot ist? Wenn Sie noch mehr wissen wollen, laden Sie mich vor. Ansonsten verpissen Sie sich. Bitte. Na, wie geht's? Ich suche Bücher über Geld. Hallo. Was denn genau? Und wenn ich Ihnen jetzt 20 Bücher raussuche und Sie schauen sich die dann alle an und am Ende bestellen Sie alle im Internet? Keine Sorge, Madame. Ich kaufe sie schon. Okay. Gut. Claudia, alles Gute zum Geburtstag. Der war gestern. Ist eh klar. Mach die Tür zu. Ich hatte mit dem Tod Ihres Bruders nichts zu tun. Ich weiß zwar nicht, was in diesem Krankenhaus für ein Mist vorgeht, aber wenn ich Ihnen eine Frage stelle, dann beantworten Sie sie gefälligst. Sie tun meinem Arm weh. Wenn das hier ein Traum ist, dann kann Ihnen doch überhaupt nichts passieren. Die Maria Ziermeier. Wo die wohnt, wirst wissen. Was geht denn die dir so? Wer bist denn überhaupt? Ich bin die Sonja aus München. Und die Sonja, der zur Hand geht, der Maria Ziermeier. Zur Hand soll es mir gehen. Mit der Hand. Mit der weißen, weichen Hand willst du mir zur Hand gehen. Und deinem weißen Kleiderl, ha? Und deinem Fake-Ragerl, in Steuwhuski. Meine Alten die Nägel schneiden und die Batzerl aus der Hosentor. Du, ausgerechnet du aus München, willst du heraus und der Maria Ziermeier zur Hand gehen. Jetzt sag ich dir was, Madl. Auf der Städtrasse um und gehst wieder warm. Aber zuerst sagst du nur zu deinem Kreisleiter, dass er mir Kreisleis kann. Im Haus kann ich selber arbeiten. Was ich brauche, ist ein Mann für die schwere Arbeit. Und jetzt verschwind! Come on, babe, why don't we paint the town? And all the jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all the jazz. Stop the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just
a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all the jazz I heard that Father Dip is gonna blow the